Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Ahnenheer, meine lieben Freizeitstrategen. Wir werden hier in Nagra angegriffen. Das ist mal wieder so eine ganz, ganz drollige Situation, bei der die Autoberechnung der Meinung ist, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat. Ich werde mich darüber nicht beschweren. So, wir haben den Mammutreiter hier schon wieder als Lauerer entdeckt. Tja, wenn er meint. So. Wo ist ein Kari jetzt? Ein Kari ist wirklich immer mehr auf dem Weg, hier ein Ärgernis zu werden. Also ich bewege dich jetzt mal dahin, weil ich habe nicht vor, diese Stadt zu verlieren. Also diese Stadt nisch. Ich möchte hier noch den Feuerschaden machen können. Das Problem ist, jetzt muss ich mich wieder um diesen Miesling hier kümmern. Und kann mich nicht um den Kari kümmern. Irgendwas ist ja immer. So, zack, buff, weg. Es ist auch irgendwann mal gut, eben, mit diesen permanenten Chaosfluten hier, die über mich kommen. So, wir haben Level 50. Mentor auf die maximale Stufe. Zack. Dann mache ich bei ihm jetzt noch mehr Trefferpunkte, noch mehr Nahkampfabwehr. Ja. Klingt für mich auch vernünftig. So, und jetzt müssen wir uns wieder um den Kari kümmern hier. Der hier, so wie es aussieht, richtig Bock hat. Der kommt halt auch mit Auserkorenen des Slanisch mit Höllengeißeln. Das ist echt heftig, was der hier in die Waagschale wirft. Und er hat noch ein paar Schatten dabei. Tja, so kann man auch seinen Beschussmangel ausgleichen. Dich brauche ich hier unten auch noch, mein Lieber. Ey, ich hoffe echt nicht, dass der mich jetzt hier angreift irgendwie, wo ich sofort irgendwie eine Siedlung verliere, weil das wäre super ätzend. Oh, ich kann die Stadt angreifen. Es wäre eine Feldschlacht, aber es ist noch keine gute Idee. Wir sind angeditscht. Das würde uns nicht gut bekommen. Die Bitterweite wird übrigens schon ausgebaut. Komm, wir machen hier noch mehr. So. Die schwarze Säule. Da baue ich jetzt eine Verteidigungsanlage rein. Und wenn es bloß ein bisschen was bringt, aber Hauptsache es bringt was. So, komm ihm vorbeilaufen, greifen wir noch die Garnison an. Einfach, dass er nochmal ein bisschen was lernt bei dieser Exkursion, die er hier durchführt. Vom Kauark machen wir auch noch direkt besser. Es muss jetzt endlich hier vorangehen. Und es gibt hier bei Dagraks Ende mal wieder eine Rebellion. Nicht gut. Was sagt die Diplomatie? Die Diplomatie schweigt, so wie es aussieht, mal wieder. Wir haben alles rausgeholt, was rauszuholen ist aus der Diplomatie. Zumindest aktueller Stand. Und jetzt Augen auf Inkari. Inkari ging hier an Land. Und belagert jetzt. Jetzt bin ich der Meinung, dass wir diese Siedlung eigentlich, also, dass wir ihn schlagen können müssen. Eigentlich müssten wir es. Ich werde es auf jeden Fall mir mal anschauen, ob das möglich ist. Wir haben die gesamte Stadt und wir haben diesen General. Gut, er ist kein Top-General, aber wir haben einen General. Mit einer soliden Zwergenkernarmee. Ja, das ist wieder easy. Tja. Da haben wir wieder einen Groll am Start. Das ist unwahrscheinlich, dass er es schafft, aber ich versuch's trotzdem. Das Spiel prophezeit uns einen Pyrrhus-Sieg. Wir würden mehrere Zwergenkrieger dabei verlieren, aber ganz im Ernst, diesen Preis bin ich bereit zu zahlen, um diesen Typen jetzt hier loszuwerden. Jo. Und Inkari ist nicht mal vernichtet, er ist nur angeschlagen. Ich bin bereit, sogar noch hier mehr zu tun.
Ich habe jetzt hier ein paar Verluste ausgeglichen. Hier haben wir den Taktiker bekommen. Sammeln. Bockigkeit. Und bei ihm gehe ich jetzt hier auf Waffenschärfen, Rüstung, Rune von Zorn und Zerstörung verbessern. Ey, es ist mir so egal. Hauptsache er ist weg. Halleluja. Halleluja. So, die Slayer schick. Ne, die Slayer behalte ich. Die kann ich ja für den Flankenschutz gebrauchen. Jetzt muss ich halt bloß diese Zwergenkrieger wieder irgendwo herauskitzeln, ne? So, warte mal. Er hat doch sicherlich eine Eigenschaft erhalten. Genau, mehr Charaktererfahrung fraktionsweit. Das ist geil. Und 6% mehr Geschwindigkeit. Das ist bei Zwergen eigentlich ganz witzig. Okay, also wir haben einen Kari hier geschlagen. Das ist alles, was zählt. Ich warte immer noch darauf, dass ich Hagräf hier weiter ausbauen kann. Das heißt, dich muss ich jetzt aber nicht mehr nach Westen verlegen. Ich habe keine Ahnung, warum ein Kari überhaupt hierher gekommen ist. Ganz im Ernst. Wir machen hier einfach jetzt erstmal weiter. Also der Laden ist jetzt hier wieder genommen. Die... Ich gehe raus, dass ich hier nicht belagert werden kann. Die Dingens ist hier nicht so schlimm. Wie heißt er? Die Chaos-Korruption ist hier nicht so schlimm, deswegen kann ich das mich jetzt hier trauen. Was mache ich mit ihm jetzt hier schon wieder? Ja, er scoutet jetzt hier immer noch fröhlich vor sich hin. Ich komme halt nicht an ihn ran. Aber wisst ihr was? Ich bin bereit, es zu versuchen. Quicksave. Attacke! Ja, ja, da steht natürlich eine komplette Armee im Hintergrund. Oh, wei... Warum? Das Ding hat jetzt eine Mauer? Aber das Ding kenne ich noch gar nicht. Boah, das... Das könnte hart werden. Ich glaube, ich probiere es mal mit Umkreisen. Oder wollen wir es direkt angreifen? Lasst es uns probieren. Jetzt sind wir schon drin. Also, wenn wir jetzt in die Defensive geraten, dann ist es eh durch. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, mit unseren Fernkämpfern so viel Druck wie möglich aufzubauen. Hier kommt auf jeden Fall die feindliche Armee. Als Verstärkung. Die können wir vielleicht zuerst aufhalten, abfangen und dann angreifen. Ist zumindest meine große Hoffnung, dass das klappt. Tela Blutaxt. Ich erinnere mich noch, bei Schatten der gehörten Ratte, da gab es einen Zwerg, der hieß Atzguts Blutaxt. Just saying. Mhm. Ich muss gerade immer noch überlegen, wie ich mich jetzt hier am dümmsten aufstelle. Wenn ich die hier abfangen will. Ja. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass der Feind hier irgendwelche Spirenzien macht und wahrscheinlich einen Ausfall machen würde. Das wäre sehr, sehr untypisch für die KI. Was aber nicht heißt, dass ich hier nicht schon mal mit der Artillerie in die Stadt reinhalten kann, ne?
und vielleicht hier schon mal ein bisschen herumhelikoptere. Da haut schon so einiges ab hier. Komm, schieß mal auf die da. Das sind die, die uns später hier Trouble machen könnten. Noch ungefähr 50 Sekunden. Attack. 30. Okay, kommt mal hier rüber, jetzt brauche ich euch hier. Denn wenn die jetzt hier kommen, wird's hässlich. Sie kommen! So, hier geht es mal da drüber. Und jetzt will ich mal sehen, dass hier mal ein bisschen gebombt wird. So, die rennen hier schon weg, gut. Ihr sollt da nicht rausrennen, verdammte Axt. Eieieiei. Okay, die rennen jetzt hier weg. Wir haben diese extra Armee geschlagen. Haben dabei aber auch ganz gut Verluste gekriegt. So, die rennen auch weg. Mehr kommt da nicht mehr. Gut. Also, dann können wir wieder Aufstellung beziehen. Ihr geht da hin und ballert die hier weg. Beziehungsweise, du kannst hier sogar noch hinterher fliegen und vielleicht selber noch dem in den Rücken schießen. Mein kleiner Gyro-Bomber-Verband. Jetzt haben wir wieder die 50-50-Angelegenheit. Die Infanterie hat auf jeden Fall schon genug Leistung gebracht fürs Erste. Und ich habe vor, mit der Artillerie auch näher ranzugehen. Also das müssen wir jetzt hier hochtaktisch spielen.
Nachdem wir die jetzt hier weggeschlagen haben. Kommt. Ach Gott, die sind so schnell. Die Wurfaxtreiter müssen halt weg, weil das sind die, die halt wirklich Schaden machen. So, jetzt schießt meine Artillerie wieder. Ja, schießt halt voll in die Landschaft rein, um Gottes Willen. So, jetzt dürft ihr auch schießen, auf was immer ihr wollt. Ihr habt jetzt freie Ziele hier. Die Reiter haben jetzt schon so gut wie die Nase voll. Die Infanterie leider noch nicht. Okay, ihr geht weiter vor. Ich weiß noch nicht, wem ich die extra Munition geben soll. Komm, ich flieg mal drüber und werf schon mal meine Bomben hier ab. So, du ziehst sie zurück. Nein! Nicht in den Nahkampf geht, seid ihr bescheuert? Aber ich kann jetzt hier nochmal ein paar Bomben abwerfen. Nicht viele, aber ein paar. Das reicht mir schon. Oh, der Treffer war richtig gut. Sehr nice. Dann mache ich dasselbe, ist ja auch nochmal, der hat auch nochmal 4 Bomben. Da laufen so viele. Und raus. Also das Problem ist, dass die Gyros jetzt völlig nutzlos wären. Ich werde es aber, glaube ich, trotzdem mit den Armbrustschützen vorrücken. Und noch diese Entscheidung ein bisschen vertagen. Wobei, ne, ich kann das eigentlich jetzt schon machen. Der braucht ja auch eine gewisse Abklingzeit. Die Gyrobomber sind auf jeden Fall meine taktische Angriffstruppe. So, 1, 2, 3 gehen hier nach vorne. 1, 2, 3, 4 laufen dahinter. Du stellst dich da noch mit hin. Und dann ballern wir sie weg. Wie lange hält das noch an? Immer so eine halbe Minute. Schießt du mal da drauf und ich habe keine Ahnung, auf was du schießen solltest. Ja, der hat eigentlich schon ganz, ganz gute Ziele hier. Ich schick dich mal vor, dann kannst du mal fröhlich ihnen Feuer unterm Hintern machen. Okay, wir können jetzt tatsächlich mit denen hier allen vorgehen.
Und das hier ist der perfekte Ort, um dir zu kochen. So, er kann wieder. Dann gibt er dem jetzt hier nochmal ein bisschen Muni. Und einmal bitte Chaos-Barbar schön knusprig durch. Gut. Es wird hier noch ein bisschen dauern, wieder, bis ich die wieder auffüllen kann. Aber jetzt schießen wir immerhin schon mal. Der Beschuss hat eingesetzt. Ich will auch auf die da schießen. Da kommen Barbaren-Berserker. Die werden wir hoffentlich alle wegballern. Die Gyro-Bombers bringe ich schon mal hier hin. Du gehst auch schon mal hier hin. So, die haben dadurch jetzt wieder ein bisschen mehr Munition. Und die schießen irgendwie sogar zurück. Sag mal, wie weit können die denn werfen? Nummer 1 geht mal dahin. Ihr geht jetzt über die hier drüber. Oh, da kommen noch mehr Chaos-Barbaren. Da ist der Turm sogar kaputt gegangen. Das Gute ist, dass den Zwergen halt niemals die Magie ausgehen kann, ne? Das ist schon ein gewisser Vorteil. Ich will die Kanone jetzt hier haben. Vielleicht kann ich die noch einsetzen. Okay, wir treffen jetzt gerade eine Menge von denen. Ich weiß gerade eben nur nicht, ob ich die noch weiter jetzt hier stärken soll, die Flieger. Oder lieber die Armbrustschützen füllen soll. Ich glaube, ich fülle lieber die Armbrustschützen. An der Stelle jetzt. Halt! Was macht ihr denn schon wieder? Ich muss euch mal da drüben hinfahren. Die haben halt schon noch ein bisschen was hier, ne? Das kann man nicht verhehlen. Nice, die Kanone trifft gerade wunderbar auf diese Distanz. So, die fliehen jetzt hier. Die sind auch schon so gut wie fertig. Yeah, haut diese Hautwölfe weg. Jetzt versuche ich die da drüben hier unter Druck zu setzen. Aber dafür muss ich noch ein bisschen weiter in die andere Richtung. Es bleibt halt einfach sehr, sehr ungünstig vom Kräfteverhältnis. So, jetzt kann ich nicht noch mehr Munition auffüllen. Das Thema ist durch. Aber ich kann dir gerade eben nochmal buffen. Boah, jetzt... Ach, ihr könnt euch nicht drehen. So, schießt. Ja, jetzt dreht sich dann doch ein bisschen zu meinen Gunsten, habe ich so das Gefühl. Ihr kommt mal hier rüber, ne? Ihr müsst jetzt hier nicht hops gehen. Show us the
aller Tage, Lord! Also sie werden zurückgetrieben. Keine Frage, sie werden zurückgetrieben. Da kommen wieder welche an. Wir gehen jetzt rein. So, wir gehen jetzt mal rein mit den Gyro Bombers. Die haben einen überraschend guten Nahkampfangriff, aber einen echt beschissenen Nahkampfabwehrwert. Ja, ihr rennt doch eh weg. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt versucht. Ich greife es absichtlich jetzt mit den Gyros im Nahkampf an. Die halten die nämlich jetzt hier kurz mal ein bisschen auf Distanz. So, der Feind drückt näher. Kanone hat noch ein bisschen Munition. Ich will ja jetzt, dass die jetzt zu mir kommen, ne? Ich will das Thema jetzt hier clearen. Ja, flieg mal raus. Ich versuche das hier schon mal aufzuditschen. Okay, wir kochen mal wieder eine Truppe. Ich würde mal sagen, diese hier. Leider sind die relativ rausgerannt, aber sie haben trotzdem viel Schaden gefressen. Da kommen noch mal ein paar Chaos-Barbaren. Okay, die Kanone hält auch noch rein. Wir haben es geschafft, sie langsam aber sicher in die Flucht zu schlagen, glaube ich. Aber ich behalte hier natürlich noch vorsichtshalber meine... Oh. Ja, die Slayer gehen ist hops, dagegen kann ich nicht viel tun. Da sind jetzt die Hautwölfe. Hier habe ich nochmal ein paar Zwergenkrieger, die ich jetzt auch noch mit rein... Nee, warte mal, gegen die Hautwölfe sind eigentlich die ja besser. So, jetzt gebe ich euch... Moment. Nahkampfangriff. Macht die schnell fertig, die Hautwölfe. Und die Langbärte hat nämlich 58 Nahkampfangriff. Und die Slayer 64. Ihr kommt mal näher rein jetzt hier. Ihr müsst nicht mehr da unten rumstehen. Da oben sieht es so aus, als ob unsere Zwergenkrieger das jetzt verlieren. Da kommt nochmal ein Hautwolf-Held. Was für ein heilloses Gemetzel. So, der geht jetzt hier mal raus.
Da kümmern sich die Gyros jetzt drum. Der weiß schon gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Okay, die metzen die Chaosbarbaren nieder. Die meisten von unseren Truppen sind wirklich auf der Seite hier gerade. Ich gebe denen da drüben nochmal Rüstung, dass sie das länger durchhalten. Jetzt greifen unsere Armbrustschützen schon im Nahkampf an. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Schlacht so lange dauert. Aber sie dauert so lange. Jetzt kommt, jetzt schießt sie weg. Die letzten paar Schüsse, die wir noch abgeben können. Yes. Die sind gebrochen. Jetzt können wir da drüben noch mitmachen. Die extra Rüstung hier hält zum Glück eine ganze Weile an. Die Arti kann nicht schießen. Hat leider keine Möglichkeit. Du drehst dich mal gerade eben. Nee, du kannst dich nicht drehen. Oh, hier löst sich der Feind auf. Das ist fantastisch. So, der Gyro-Bomber hier, der geht schon mal raus. Es könnte darauf hinauslaufen, dass keine der beiden Seiten, also weder wir noch sie, noch kampffähig sind nach dieser Nummer. Das wäre der Worst Case. Ach, da sind norskanische Trolle. Ja, dagegen haben wir aber auch was von Ratio Farm, ich sag's euch. Wobei das jetzt nicht so arg reingehauen hat, wie ich es jetzt erwartet hätte. Weil ich hätte gedacht, dass die jetzt hart anfällig sind für Feuerschaden. Aber anscheinend nicht. So, greift den jetzt hier mal den Rücken an. Hab die Nase voll von denen. So, einer der Helis, der kann hier nochmal die Barbaren-Berserker angreifen, weil die würden zu viel Schaden an meiner Infanterie machen. So, die sind geschlagen. Nehmt Aufstellung. So, mit den Teil immerhin offen. Und wir sind im Vorteil. Jetzt versuche ich... Er ist ja keine Infanterie. Er ist jetzt ein großes Modell. So, noch mehr Nahkampfangriff. Damit ihr diese Berserker hier niedermetzeln könnt. Der Rest von euch darf sich gerade eben mal erholen. Oh Mann. Natürlich haben die sich gesammelt. Was ist mit ihm? Ich will ihn dahin haben, dass er jetzt wieder auf den nächsten Helden schießen kann. Also, der darf auf gar keinen Fall sterben. Unser Bronn. Der kommt aber irgendwie gerade hier nicht raus. Ach, der ist hängen geblieben an so einem komischen Troll. Ach ja, komm, schieß jetzt auf den da. Gyro-Bomber!
Das ist so eine lächerliche Schlacht. Ey, dass diese Barbaren-Berserker überhaupt noch kämpfen. Okay. Wieder Rüstung. Dann macht nämlich der General von denen nicht viel Schaden. Ich habe jetzt noch die Kanone übrigens. Ah ne, die ist auch leer. Kanone hat ihre letzten Schüsse abgegeben. Okay, dann kommt ihr jetzt mal her. Ihr könnt ja auch kämpfen. Jetzt hoffe ich mal, dass er auf ihn schießen kann. Kannst du auf ihn schießen? Glaube nicht. Oh, mein General ist ja doch gefallen. Oh Gott, ich hab's gar nicht mitbekommen, dass er dieser blöde Held war. Mist. Das ist ein Downer. Ich habe noch die Artillerie, die ich jetzt in den Nahkampf werfen kann. Aber viel mehr habe ich nicht. Ein blankes Gemetzel. So, haut den um. Oh, der fliegt. Wir haben gewonnen. Ich fass es nicht. Es ist vorbei. Ei. Ja, man kann ja auch mal mit 1100 gegen eine dreifache Übermacht angreifen, die auch noch eine Befestigungsstellung haben, ne? Oh, okay, schade, dass der Bronn tot ist. Pff, wie viel Schaden die Artillerie gemacht hat. Also die haben definitiv ihre Sache verkauft. Puh. Schade. Plündern und Besetzen ist das Einzige, was jetzt hier gerade eben noch Sinn macht. Tja, im Kampf getötet. Wen nehmen wir denn jetzt hier? Blut der Ahnen. Einen Runenmeister. Blut der Ahnen. Einen Kommandanten. Grungni, Grimnir, Valaya. Ne, ich nehme einen Kommandant, der stark ist. Mehr Rüstung, mehr Nahkampfangriffe, Waffenschaden. So, wir haben eine Menge verloren, aber ich gleiche das jetzt hier mit ein paar Slayern aus, dass sie es nicht wagen können, uns anzugreifen. Schade. Schade um den Bronn. Naja, was soll's, Freunde. Wir sind wieder mal hart über die Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.